Oh, ich Brownie, Alter. Ganz locker. Oh nein, ich wollte da drüber. Es hat nicht funktioniert. Jetzt funktioniert's aber. Und jetzt da drüber. Genau so. Yes, das. Und yes. Oh, yes. Ich soll davon extra Safe State machen, aber ich mach's nicht, weil ich gerade viel zu gut da. Oh! Beiben! Oh! Zum Glück hält das Mistviech an, Alter. Aber da komme ich doch nicht unter durch. Ich komme doch nie im Leben unter dem Fisch. Mistviech da unter durch, oder? Ich komme doch nie im Leben. Ich komme doch nie im Leben unter dem Mistvieh mit dem Ding hier unter durch, oder? Erstmal wieder raus. Die Zeit müssen wir haben. Vielleicht kommt der andere ja mit. Obwohl, wie bin ich denn eben? Ach nee, eben habe ich das Ding abgelegt. Das habe ich gemacht. Okay. Okay. Ich muss auf den Wichser warten. Das kann nicht wahr sein. Und jetzt der andere noch. Lass das Ding runter, Mario. Genau, lass es runter. Und jetzt schwimmen unter dem Fisch unter durch. Jetzt komme ich durcheinander. Ich komme durcheinander. Sollte kicken und da. Mann, die habe ich an einem doofen Ort gesaved. Das wollte ich nicht. Ich will da unter durchschwimmen. Ist das scheiße schwer, unter den Fischen durchzuschwimmen? Komm schon! Mario, komm! Fast! Oh Mann! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ging doch eben auch viel besser. Oh. Drecksfisch, Alter, danke. Nein! Oh! Mann, ist das nicht ein Höllenfahrtskommando? Danke. Und jetzt runter damit. Und hier durch. Und überall durch. Ich kann unter dem sofort durch. Oh Mann, ich bin so dumm, dass ich das eben nicht gemerkt habe. Und jetzt hier in der Mitte durch. Und hier wieder hoch. Mario, gib alles, Alter. Gib deine Superkräfte. Mario, komm, zieh deine Latzhose aus und dann lass die Superkräfte raus. Yeah. Scheiße. Ja. Yes, das. Aber ich komme unter dem Mistvieh doch nicht durch. Ich komme da doch niemals runter durch. Ich komme mit dem Ding. Aber ich habe um einiges mehr... Moment mal. Ey! Oh, ich bin so dumm, aber das geht. Das geht tatsächlich. Ich bin gerade voll aus dem Takt raus, aber... Oder war das, ich glaube, das war nur schweinemäßiges Glück, aber das war, ja, das war wahrscheinlich nur schweinemäßiges. Ich hab's schon wieder geschafft. Nein, 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 doof, nein, Mario, Mario, tanz, Mario, tanz mit dem Peacefish in der Hand, tanze. Es geht nicht, scheiße. Oh, nein, das war. Ja, genau, der ist gut. Der ist gut. Unter dem Fisch durch, Mario, unter dem Fisch durch. Der hat aber einen größeren Range diesmal, oder? Oder hat er es nicht und ich bilde mir das einfach nur ein? Das kann natürlich auch sein. Ich bin da so ein. Eingebildeter Mensch. Wow, sind also meine Sprüche heute wieder toll. Meine Fresse. Ich könnte mal wieder als Fips Asmussen durchgehen. Mann, geht doch unter durch. Jetzt geht das nicht mehr. Ich glaube, ich hatte eben einfach nur den passenden Winkel und jetzt habe ich ihn nicht mehr. Jetzt habe ich einen Dreck von einem Dreck. Oh Mann, unter dem Fisch durch, Mario. Unter dem Fisch durch. Oh nein, Mario. Du Schlampe, du Dumme. Oh Mario, du hässlicher Vogel. Hey, du Grützgesicht, ey. Jetzt geht das nicht mehr. Natürlich geht das jetzt nicht mehr. Eben ging's und jetzt geht's nicht. Oh nein, natürlich. Es geht nicht mehr. Mario ist dafür zu dämlich. Mario will nicht mehr. Nein, es geht nicht mehr. Ist das schön? Ist das toll? Oh, ich freue mich. Oi, oi, oi. Nein, es geht echt nicht mehr. Oh Mann, ich kann den Fisch aber nicht abwarten, weil meine Zeit, sie rinnt mir die Kimme runter. Das hat man noch nicht gesehen in 20 Jahren Mario-Geschichte. Nee, Mario ist schon viel länger. Außer was laber ich hier überhaupt für einen Scheiß? Ah. Nein. Warum müssen wir so ein scheiß Item halten?
Oh, man hätte nicht gemerkt, dass das eben geht. Dann hätte ich ihn jetzt hier hingelegt. Aber ich will es ja jetzt so schaffen, weil das Zeit spart. Jetzt hätte es fast geklappt. Kann ich da oben drüber? Ist oben drüber einfacher. Der schwimmt auch genau in der Mitte, der kleine Drecksfisch. Es geht beides kaum. Obwohl, oben lang ist, glaube ich, noch schwieriger. Nein. Es hat eben doch so gut geklappt. Da bin ich an diesem Scheißding da hängen geblieben. An diesem dämlichen Stachel da. Warum muss da überhaupt ein Stachel sein? Wer hat sich den da hingebaut? Nein, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt ist wieder alles, wie es will. Nein. Aber für mich eine sehr wichtige Frage. Nee, unter dem muss ich durch, das weiß ich. Aber danach eine sehr wichtige Frage. Wann kann ich dieses Ding frühestens drücken? Oh Mann. Och Mann, was soll das? Das ist... Hey Mann, das ist auf den Bürgersteig geschissen. Was soll denn das? Na, oh, nochmal. Das ist... Nein, das ist... Oh. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das sind meine Rückspulpunkte? Dieser Haufen Kacki sind meine Rückspulpunkte? Oh, das kann nicht wahr sein. Wo ist mein letzter Safe State? Er ist weit weg, oder? Moment mal, ich guck hier nach. Hä? Ist es die 4? Nee, oder? Das war mein letzter? Oh, na, leck mich am Arsch. Ja, das brauche ich jetzt. Los, verpisst euch hier. Na gut, ich sollte um einiges mehr Safe States machen. Ich bin mir da mal zu fein für. Ich will die mal nicht machen. Blöps. 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 Blöps, Mario. Ich will die mal nicht machen, weil ich denke, ich schaffe das doch so, aber... Nein, ich schaff's nicht so. Kacke, Alter. Lübs, genau. Und jetzt sofort hoch. Okay, das können wir noch gelten lassen. Und jetzt nochmal hier durch. Hier kann man unter durch. Okay, kann man nicht. Hier kann man oben drüber. Oh, geht auch schon runter. Ey. Es ist ja zum Glück nicht so viel, was ich nachholen muss. Glücklicherweise. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Mann, ich hasse diese Fische. Normalerweise, in Original Mario sind mir diese Fische immer am Arsch vorbeigegangen, weil, ja, was können diese Fische? Die können durch die Gegend schwimmen und das war's. Danke. Noch einer. Natürlich. Aber hier, sie gehen mir hier richtig böse auf den Sack. Und ich will auch gar nicht wissen, was in dem anderen Wasserlevel davor kommt. Es hätte fast geklappt. Oh Mann. Leck mich. Nein. Nein. Jetzt geht mal wieder gar nichts. Das ist ja echt super. Ist das doof. No. Warum habe ich kein extra Safe State gemacht? Ich haariges Monster, Alter. Ich Buschkind. Einfach hier unter durch. Schön niedrig schwimmen. Und da wird es schon klappen. Das ist meine Devise. Meine Devise ist für den Arsch. Ja, es geht doch. Und jetzt hier durch. Hinter den Fischen hinterher. Das ist das Allerbeste. Hier speichern. Und es ist der P-Switch da. Ich glaube, diesmal habe ich sogar noch mehr Zeit gespeichert. Gespeichert. Ja, und zurück. Beziehungsweise noch mehr Zeit. Ah, oh, behalten. Okay. Wie viele Fische kommen da eigentlich raus da oben?
Ist ja sehr unnormal, auf den warte ich aber. Was? Oh Mann, leck mich so fetter Marsch! Ich mach da hinten gleich einen gesonderten Safe-Seal, aber erst da hinten. Das hat schon wieder viel zu lang gedauert. Danke. Auf diese drei scheiß Fische warten. Ein, zwei und der dritte spawnt nicht. Jetzt spawnt er. Ist doch schon wieder zu langsam gewesen, oder? Egal. Und jetzt dieses Mistviech da. Wie komme ich da unter durch? Erstmal muss ich auf den hier warten. Wie komme ich da unter durch? Hä? Der schwimmt genauso wie der eine Etage höher. Da kommt man unter durch. Das habe ich doch eben selber einmal gesehen. Mit ganz viel Ruhe. Klappte da auch nicht. Ach, weißt du was, leck mich. Es geht nicht mal so. Dankeschön. Und wieder mitnehmen, das Ding. Wunderbar. Ah, unter dem kann man aber durch, das habe ich mir gemerkt. Na. Unter dem durch und... Huah! Nein! Oh, das ist so eine schlechte Steuerung, wenn man das Ding hier in der Hand hat. Unter Wasser, das ist so das Letzte. Wer auch immer sich diese Steuerung ausgedacht hat, er gehört... ich habe keine Ahnung, mir fällt nichts ein, was er gehört. Er gehört... in den Keller gesperrt, ja? Und das meine ich im Ernst. In einen Keller gesperrt, in einen schönen, dunklen, tropfigen, nassigen Keller. Mit ganz viel Ungeziefer. Was laber ich hier? Ich will nur da oben lang. Und jetzt wieder hier hoch. Superman Power! Er zieht die Latzhose wieder aus und er katapultiert sie nach oben mit dem P-Switch in der Hand. Yeah! Ja, wedel mit dem Ding durch die Gegend, wie du noch nie vorher gewedelt hast. Oh, Mario, du bist so ein Klempner, ey. Ja, hin und her und hin und her und ich bin oben. Und jetzt? Ich mache einen Sonder-Safe-State, bis gleich. So, jetzt wollen wir uns das nochmal ansehen. Hier kommt man unter durch. Ich habe keine Ahnung, wie das genau geht, aber es hat eben zweimal funktioniert. Und schon wieder. Yes, ich hab's gepackt. Egal. Aber Alter, ist das schwer. Alter, ist das schwer, hier so zu lenken. Alter. Ah. Ich muss danach sofort wieder hoch. Stück runter, danach sofort wieder hoch. Was ist, wenn ich ihn hier drücke? Was ist dann? Habe ich dann genug Zeit? Ja, sogar die Kettensägen, beziehungsweise nicht die Kettensägen, sondern diese Knüppelteile. Nein, nicht ganz genug Zeit. Oder? Ach Quatsch, nee, die bleiben ja nicht so. Knapp zu wenig Zeit. Ah. Ich muss also noch ein Stück weiter mit dem Dingen. Da einfach, wo der nächste Fisch ist. Da, wo der nächste Fisch ist, aber ich komme hier. Ich komme hier nicht weiter mit dem Dingen. Na, ich komme hier weiter, aber och, ist das scheiße. Ich habe mich getraut, hier zu speichern, bin ich total bekloppt in meinem Kopf. Ich sollte einen Sonder-Safe-State machen. Mein Gewissen und alles sagt mir, dass ich hier jetzt einen Sonder-Safe-State machen soll. Aber ich... Ja, genau deswegen. Ich bin so dumm. Nein. Ich bin so dämlich. Das kann nicht wahr sein. Nein. Ich bin so dämlich. Oh, ich hab's gerettet! Ich hab's gerettet! Ich mach trotzdem kein Sonder-Safe-State. Ich brauch kein Sonder-Safe-State dafür. Ich bin so ein Hornochse, Alter. Ich bin so ein haariger Hornochse. Ich brauch dafür kein Sonder-Safe-State. Mann, wem will ich was beweisen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Meiner Familie und meinen Freunden, die gucken sich meine Videos sowieso nicht an. Und bin ich auch froh drüber. Hier will ich das Ding ablegen. Hier. Genau. Hier. Genau. Oh. Dahin damit. Bums.
Und jetzt hier durch. Schwimm, Mario. Ah, ey, da komme ich aber unter durch. Danach kommt die Bosstür. Och, lass es kein harten Boss sein. So, jetzt aber Sonder-Safe State. Lass es um Gottes Willen kein harten Boss sein. Nee, nicht die zwei, die brauche ich vielleicht noch. Die drei. Lass es um Gottes Willen kein harten Boss sein. Es sind die Reznors! Es sind die ganz normalen verfickten Reznors und ihr Gedödel, das trifft mich noch nicht mal. Was ist das? Lalalala. Jazza! Ohne Safe States! Yeah! Yeah! Yesas! Bams! Oh, zum Glück war der Boss like. 67 Sekunden? Hätte ich das beim letzten Mal noch geschafft? Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es doch ganz, ganz knapp geschafft, aber egal. Ich hab's jetzt nochmal gemacht. So. Bridge Breakdown. Volume 2. Hieß der Level da unten auch Bridge Breakdown? Nee, der hieß Forest in the Sky oder irgendwie sowas. Aber warum Bridge Breakdown? Ach nee, wir hatten schon ein Level, der hieß Bridge Breakdown. Einer der allerersten war das. Ich glaube, das war sogar Yoshi's Island 1. Oder irgendwie so in der Art hieß der. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Bridge Breakdown. Die zusammenbrechende Brücke, okay. Und auch so gesehen unser letzter Level vor Ludwigs Schloss hier oben. Deswegen würde ich sagen, extra Safe State auf der 1. Und dann gucken wir uns diesen schönen Level an. Mal gucken, was er für uns bereithält. Okay, wir sind schon mal direkt tot. Den kriegst du. Ja, wunderbar. Okay. Was? Ach so, man kann hier durchlaufen. Jassa. Okay, das geht nicht. Hübsch. Aber wir haben ja auch wieder nur so wenig Zeit. Nein, ich versuche es. Ja! Ganz weit an die... Ich glaube, ich komme hier gar nicht so... Das geht gar nicht. Ach, packen wir den Panzer weg. Ich hab's jetzt immer mit der Zeit, weil nach diesem einen Level mit der Zeit hat mich so angekotzt. Ja, ich komme hier gar nicht anders durch. Moment mal. Also wie gesagt, es hat mich so mit der Zeit angekotzt. Ich glaube schon, jetzt waren es waren schon zwei Level, die ich nur ganz knapp geschafft habe. Die Zeit wird immer knapper. Ich hasse so etwas. Und ich hoffe wirklich, dass ich den Switch nicht mehr brauche. Ne, Moment, das mache ich direkt so. Hopp, 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 hopp. Ach, du bist das. Moment mal, ich glaube, das ist ganz dumm, was du gemacht hast. Ich glaube, das ist ganz, ganz dumm, was du gemacht hast. Marius, ach nee, Coinblock, ich wollte gerade sagen, ich kann da oben abkürzen, aber... Moment mal. Okay. Okay, zap, zap, zap und ihm auf den Kopf. Zap, zap, ich komme ihm dann aber nicht auf den Kopf, oder? Zap, zap. Hä, wie geht denn das? Moment mal. Hinter ihm ist Ende, oder? Nee, hinter ihm ist nicht Ende. Aber muss ich da hin? Ich frag mich gerade. Ich muss einen etwas weiteren Sprung machen. Das ist aber auch doof. Einen genau dosierten, etwas weiteren Sprung. Heieiei. Ja, genau so. Aber danach ist er noch im Weg. Okay, aber ich muss über ihn drüber, glaube ich. Das ist so ein bisschen eigensinnig. Ich muss danach auf seinen Kopf drauf und dann am besten über ihn drüber. Moment mal, was war hier nochmal? Kann ich das runterlaufen? Nee, kann ich nicht. Ich komme ja auch nicht mehr runter. Okay, da hat sich die Sache schon erledigt. Zap. Zap, zap. Zap, zap. Und ihm dann auf den Kopf. Das ist nicht so leicht. Zap, zap. Oder muss ich gerade, wenn er wirft? Das verwirrt mich jetzt so ein bisschen. Man hört es vielleicht heraus. Aber ich habe es eben schon mal geschafft, mir dabei auf den Kopf zu springen. Zap. Ich muss minimal beschleunigen, wenn ich auf dem ersten bin, zweiten bin und dann auf seinen Kopf will.
Ohne Beschleunigung erwische ich gar nichts. Mit Beschleunigung erwische ich aber... Moment mal.